Ja, als erstes würde ich die französische Flugentenbrust vorbereiten. Dazu tue ich, wie gesagt, die Haut ein kleines bisschen anritzen. Dann würde ich Salz und Pfeffer. Andere Seite auch. So, ich habe jetzt noch eine Sehne, die würde ich jetzt noch schnell entfernen wollen. So. Gut, das war es eigentlich schon. Ein kleines bisschen Fett in die Pfanne geben noch. Nicht zu viel, weil die Entenbrust hat ja schon, wie gesagt, einen hohen Fettanteil an der Hautseite. Wenn die dann angebraten ist von beiden Seiten, würde die dann in den Ofen kommen. Bei 175 Grad für 12 Minuten. Ein bisschen Thymian oben drauflegen auf die Entenbrust. Ein bisschen Rosmarin. So, jetzt wende ich. Nochmal ungefähr 2 Minuten circa. Jetzt nehme ich die Entenbrust aus der Pfanne. Lege noch Kräuter oben drauf und schiebe das, wie gesagt, in den Ofen kurz. Kombiniert. Feuchtigkeit 20. Ja, normalen Backofen könnte man eine Schüssel mit ein bisschen Wasser noch reinstellen, dass dann ein bisschen Umluft durch die Umluft das Wasser dann verteilt und dadurch ein bisschen Feuchtigkeit in den Backofen mit reinkommt. Wie gesagt, die Ente ist jetzt fertig. Ich würde die jetzt aus dem Ofen rausnehmen und unter dem Grill bei schwacher Hitze nachziehen lassen. Kriegt jetzt auch noch mal ein bisschen Farbe durch den Grill. Das Fett von der Ente kippe ich ganz einfach in die Rotweinschalotten mit rein, dass sie noch ein kleines bisschen Geschmack bekommt. So, bevor wir die Entenbrust unter den Grill schieben, würde ich noch mal kurz mit ganz normalen Honig bestreichen. Das gibt erstens mal noch mal eine gewisse Farbe und dann ist der Geschmack halt noch mal ein kleines bisschen verteilen mit einem Pinsel oder mit einem Löffel. Das ist dann so, das war's schon. Das Blech nehmen und für ca. 10 Minuten unter dem Grill schieben. Mittlere Hitze, nicht zu heiß, das ist, wie gesagt, so nur noch ein bisschen nachziehen, die Entenbrust. Druckprobe, wunderbar. Wir sehen, optimal rosa gebraten, so wie es sein muss. Sei auch du dabei. Teile dein Rezept auf Topfgucker TV und nutze die Vorteile für deinen Erfolg.